Hallo ihr Lieben, heute gibt es das 22-Wochen-Update von Kai. Es ist wirklich, ja das sage ich fast jedes Mal, kaum zu glauben, dass Kai schon fast ein halbes Jahr alt ist, aber es ist so. Und ja, auch in der 22. Woche hat sich einiges getan. Nom, nom, nom. Kai. Kai. Nom, nom, nom. Bei mir hat, glaube ich, ein wenig der Haarausfall eingesetzt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es am Winter liegt oder an den Hormonen oder der Hormonumstellung. Auf jeden Fall, wenn ich mir die Haare wasche oder wenn ich sie kämme, verliere ich ganz schön Haare, aber grundsätzlich habe ich genug, also weine ich jetzt den Haaren nicht unbedingt nach. Aber wie gesagt, es kann auch am Winter liegen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit diesem hormonell bedingten Haarausfall bei Müttern war. Er hatte ja letzte Woche abends Brei bekommen. Das haben wir diese Woche eher ein wenig vernachlässigt. Also ich glaube, er hat ihn zweimal bekommen, weil es eigentlich eher sinnlos war, weil im Endeffekt war er nicht satter, hat nicht länger geschlafen und so wirklich gerne gegessen hat er ihn auch nicht. Also denke ich, wir bleiben beim Mittagsbrei und lassen das mit dem Abendbrei vorerst. Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy. Kai hat die Karotten aufgegessen. Kai hat sich jetzt auch schon mal vom Bauch auf den Rücken gedreht. Das hat er nämlich jetzt lange nicht mehr getan, aber jetzt, also er dreht sich immer vom Rücken auf den Bauch, das ist schon sehr gut. Aber zurück nicht so gerne, aber das hat er jetzt diese Woche auch einmal getan. Wenn er seine Schnullerkette an seiner Kleidung befestigt hat, dann schafft er es auch, den Schnuller sich selbst reinzustecken und wieder rauszunehmen und er kaut oft so am Schnuller rum. Aber ja, mittlerweile, er kann wirklich sich den Schnuller selbst reinstecken, da bin ich natürlich sehr stolz. In dieser Woche hat er auch das allererste Mal 6 Stunden am Stück geschlafen. Das ist sein absoluter Rekord. Es war eine einmalige Sache, aber immerhin, ich habe auch mal 5 Stunden durchgeschlafen, sagen wir so. Und das ist doch schon ein erster Erfolg, also kann man nicht meckern. Und er bekommt jetzt immer abends ein Fläschchen mit seiner 1er-Folgemilch und tagsüber einfach die abgepumpte Muttermilch. Und ich denke, dass ihn das eher satt macht und das trinkt er ganz gerne. Kai ist auch super kitzelig, also wenn man ihn irgendwie hier so angreift, fängt er total an zu lachen. Honey, 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 I got love in my tummy. And I feel like I'm loving you. Noch etwas zu mir. Es hat jetzt angefangen, dass ich meine Periode endlich regelmäßig habe. Also jetzt nach 5,5 Monaten habe ich meine Periode wieder regelmäßig. Da bin ich auch sehr froh. Weil, ja, ich finde, das ist so als Frau unangenehm, wenn man einfach nicht weiß, wann seine Tage kommen und wann nicht.
Und das war's auch schon mit dem Update. Ich hoffe, es war interessant für euch. Stellt mir gerne eure Fragen in die Kommentare. Ich bemühe mich immer fleißig, alle zu beantworten. Und ja, danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!